Es war ein schrecklicher Tag für mich. Ein Tag, der mein Leben für immer beschatten wird. Es war meine Schuld. So viele Freunde haben wir auf dem Weg verloren. Zu viele. Dennoch blieben mir meine übrigen Gefährten treu. Wir hielten zusammen. Wir konnten es schaffen. So viel hatten wir erreicht. Wir hielten Cyrus und seine Pläne auf, kämpften uns durch die Zerrwelt und konnten schließlich das legendäre Pokémon Giratina beruhigen. Es schloss sich unserer Gruppe sogar an. An jenem Tag war ich glücklich. An jenem Tag dachte ich, dass ich meine Sünden nun beglichen hatte. An jenem Tag dachte ich, es wäre die Opfer wert gewesen. Wir haben einiges verloren, doch genauso konnten wir die Welt vor der Zerstörung bewahren. Alles schien gut. Die Sorgen endlich hinter mir gelassen, machte ich mich mit meinen Partnern auf den Weg. Die letzte große Herausforderung stand uns bevor. Eine Herausforderung, die für uns alle wichtig war, die aber vor Gefahren nur so strotzte. Wir waren uns alle sicher, dass wir bereit dafür waren. Wir würden kämpfen. Wir würden so leicht nicht geschlagen werden. Und genauso kam es auch. Die Top 4 war für uns kein Hindernis mehr, nachdem wir so viel Leid überstanden hatten. Wie beflügelt kämpften wir uns bis zum Champ vor. Und dann geschah es. Wir waren der Aufgabe doch nicht gewachsen. Direkt vor meinen Augen entschwanden meine Freunde. Sie verließen diese Welt. Erst einer, dann der zweite, dann der dritte. Es nahm erst dann ein Ende, als ich vollkommen allein vor ihren Leichen stand und mir die Schuld bewusst wurde. Ich hatte mich nicht genug um sie gekümmert. Und jetzt waren sie tot, vernichtet, durch meine Hand. Es war meine Schuld. Und so liege ich hier, mit unendlich viel Blut befleckt, das nicht meines ist. Vollkommene Stille umgibt mich. Nur das Ticken der Uhr versucht mich aus meiner Einsamkeit zu reißen. Wie kann eine Welt nur so ungerecht sein? Eine Person völlig unbehelligt weiterleben zu lassen, wo sie doch so viele andere Leben auf dem Gewissen hat. Ich kann mit dieser Last einfach nicht mehr leben. Wenn es in dieser Welt keine Gerechtigkeit gibt, dann werde ich mir meine Strafe eben selbst auferlegen. Ich habe getötet. Gemordet. Und dasselbe Schicksal, das auch meinen Freunden widerfuhr, soll nun auch mich ereilen. Es wird ein Ende nehmen. Es tut mir leid. Verzage nicht! Eine unheimliche Stimme dringt an meine Ohren. Oder nein, nicht an meine Ohren. Sie nimmt keinen Umweg. Sie findet einen Pfad direkt in meine Gedanken. Du hast diese Welt gerettet. Du hast so viel Gutes getan. Fehler sind wichtig. Akzeptiere sie und wandle sie in Erfolge. Du hast dir eine zweite Chance verdient. Und dann war das machtvolle Grollen in meinen Gedanken verschwunden. Es ist einfach weg. Leere. Wer war das? Und was meinte er mit seinen Worten? Doch mir bleibt keine Zeit zum Nachdenken. Die Luft beginnt zu vibrieren. Alles verbiegt sich. Unglaubliche Kraft strömt mir entgegen. Und dann stehen sie wieder vor mir. Palkia und Dialga. Das Pokémon des Raumes und das der Zeit. Sie sehen mich an. Mustern mich. Ich wage es nicht, den Blick auch nur abzuwenden. Plötzlich schreit mir Dialga entgegen, woraufhin Palkia einfach verschwindet. Plötzlich verändert alles seine Form. Die Wände meines Zimmers scheinen unter der Last der Decke nachzugeben, doch sie brechen nicht in sich zusammen. Sie fließen einfach hinfort. Auch die Decke beginnt nun ihre Form zu verändern. Und dann schreit Dialga ein zweites Mal und verschwindet auch. Die Uhr hört auf zu ticken. Mein Zimmer scheint weiterhin zu zerfließen. Ich fühle mich plötzlich leichter, so als hätte jemand die Lasten von meinen Schultern entfernt. Und dann hebe ich ab. Ganz langsam. Ich schwebe. Was geht hier nur vor sich? Ist das der Tod? Ein weiterer Schrei reißt mich aus meinen Gedanken. Giratina taucht neben mir auf, schaut nur flüchtig zu mir und verschwindet dann durch ein mächtiges Portal, wie es damals schon an der Speersäule aufgetreten ist. Und dann falle ich. Mit einem Seufzer lande ich auf meinem Bett.
Die Wände werden nicht noch flüssiger und ein viel zu langsames Ticken der Uhr ist wieder zu vernehmen. Doch die durchgehenden Schreie aus dem Portal jagen mir einen Schauer über den Rücken. Giratina schreit vor Schmerz. Zeit und Raum sind außer Kontrolle. Versucht Giratina dies etwa ganz allein aufzuhalten? Die Zerrwelt ist das Gegenstück zu der unsrigen. Wenn dort etwas verändert wird, so auch in unserer Welt. Es scheint logisch. Kampfgeist kehrt in mich zurück. Ich habe so viel verloren, doch es gibt noch andere Partner, die auf mich zählen. Und so setze ich einen Fuß auf den bebenden Boden und schreite zum Portal. Und dann schreie ich mit all der Kraft, die sich in mir angestaut hat. Halte durch, Giratina! Halte durch! Und dann sind sie da. Erst Palkia, dann Dialga. Und dann verschlägt es mir den Atem. Absolute Stille herrscht. Giratina schreit nicht mehr. Nichts ist zu vernehmen. Nur zahlreiche Augen blicken mich verständnislos an. Und dann breche ich zusammen, sinke auf die Knie und beginne zu schluchzen wie ein kleines Kind. Dort sind sie. Paddy, Gwyn und Lukas, Mike, Klausi und Blockler, Michael, Xadero, Ehrencode und Magie Sonne und auch Susa, Frigo, Knight, PC-Freak, Kalaria und Wolpe. Ist das ein Traum? Geschieht das wirklich? Ich lache. Ich lache so voller Freude und meine verloren geglaubten Partner kehren an meine Seite zurück. Nach einigen Minuten vernehme ich dann wieder die Stimme in meinem Kopf. Dir stehen noch 2 Abenteuer bevor. Wähle gut, wer dich begleiten wird. Lasse sie nicht noch einmal sterben. Sie sollen glücklich in ihre Welt und Zeit zurückkehren. Doch nun gewähre ich euch diese 2. Chance. Danke Dialga, danke Palkia und danke auch Giratina. Lebe wohl. Die Stimme ist weg. Mit einem Schrei von Dialga und einem von Palkia verschwinden auch sie. Das Portal löst sich auf und Giratina kehrt in seinen Pokéball zurück. Für einen Moment ist es ruhig. Doch nichts erinnert mehr an die Einsamkeit, die eben noch allgegenwärtig war. Es wird Zeit für das nächste Abenteuer. Lasst uns unsere Fehler in Erfolge wandeln. Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Projekt, und zwar Pokémon Reborn oder auch Pokémon Platinum Reborn, denn wir spielen die Platin-Edition hier an dieser Stelle weiter. Unsere Pokémon sind dank einem Wunder wieder zurück und wir dürfen sie noch einmal in den Kampf führen und dieses Mal hoffentlich ein wenig erfolgreicher, als es im Hauptprojekt der Fall war. In Pokémon Reborn wird es darum gehen, dass wir die Pokémon-Liga eben noch einmal meistern, noch einmal das Ganze versuchen werden, und ich denke, dass uns das dieses Mal doch gelingen wird. Und danach geht es ja in Platin auch noch weiter, da gibt es ja noch einige Orte zu bereisen, da gibt es noch einige Pokémon zu fangen, unter anderem die legendären, und es gibt, glaube ich, auch noch eine Sidequest und es gibt noch, irgendwelche Orte, und das gucken wir uns alles an. Allerdings, die Regeln sind die gleichen wie bei der Nuzlocke Challenge, das heißt, wenn ein Pokémon stirbt, dürfen wir es nicht mehr einsetzen und so weiter und so fort. Zusätzliche Regeln dieser Reborn Challenge sozusagen sind, dass wir nur Pokémon benutzen dürfen, die im Hauptprojekt gestorben sind. Das heißt, wir gucken uns das Ganze mal an, wer da also alles in Frage kommt. Wir haben es ja eben nochmal gesehen, aber hier jetzt auch nochmal die Übersicht. Das sind unsere verstorbenen Pokémon und die dürfen wir auch alle benutzen. Und zwar dürfen wir ein Team mit in die Liga nehmen und das andere Team, nach Möglichkeit, sollten wir das dann eben für nach die Liga haben. Sollten wir jetzt zum Beispiel mit diesem Team hier, was ich mir jetzt ausgesucht habe für die Liga, warum, kommen wir gleich dazu, allerdings in der Liga verlieren, dann sind ja alle 6 wieder ausgeschieden, dann müssen wir halt mit diesem Team hier oder mit einem der 4 anderen da reingehen. Aber dann, nachdem wir die Liga durchgemacht haben, dürfen wir auch diese Pokémon nicht mehr verwenden. Das heißt, wenn wir jetzt mit diesem Team reingehen würden, hätten wir nach der Liga nur noch diese 4 Pokémon hier. Bedeutet also,
die Pokémon, die wir jetzt einmal für eine Quest einsetzen, dürfen wir dann auch nicht mehr verwenden. Denn ihre Zeit in dieser Welt ist leider nur beschränkt. Gut, dieses Team habe ich mir jetzt hier überlegt für die Pokémon-Liga. Demzufolge, wenn alles klappt, ist das Team hier für nach der Pokémon-Liga. Warum habe ich mir jetzt dieses Team gewählt? Wir haben ja gesehen, dass am Anfang in der Pokémon-Liga ein Käfertrainer kommt. Dafür natürlich Susa mit ihren Feuerattacken. Danach kommt ein Bodentrainer. Da ist Kalaria ja sehr, sehr gut aufgehoben. Dann kommt ein Feuertrainer. Auch da ist Kalaria sehr gut aufgehoben. Außerdem haben wir hier eben noch Knight. Das ist ja so das altbewährte Team zum größten Teil bisher noch. Auch gegen Psycho werden wir Susa natürlich einsetzen können, weil Psycho auf Unlicht keine Wirkung hat. Und demzufolge haben wir da dann wirklich schon einen ganz guten Vorteil, denke ich mal. Dann wird es gegen Cynthia gehen. Und bei Cynthia, da hat es ja so ein bisschen gehapert. Und wir wissen, dass sie ein Togekiss hat. Und ein Togekiss ist ein Flug-Pokémon. Demzufolge habe ich mir überlegt, brauchen wir auf jeden Fall noch ein Elektro-Pokémon. Und zwar ein möglichst schnelles Elektro-Pokémon, dass wir vielleicht schneller sind als Togekiss. Ja, ansonsten dann eben noch Eisattacken hier zur Verfügung stehend. Und ansonsten wird auch ein Togekiss gegen Togekiss sicherlich einiges reißen können. Ja, ansonsten hat Cynthia dann auch noch einen Knackrack, wie wir ja auch schmerzlich erfahren mussten. Dafür sind die Eisattacken von Kalaria ganz gut und nach Möglichkeit eben auch Eisattacken von Magisonne. Ich weiß nicht genau, ob es Eisattacken lernen kann, aber ich denke mal schon. Und ja, so sieht das Ganze dann im Prinzip aus. Außerdem gegen, was haben wir denn am Anfang gehabt? Dieses Geist-Pokémon Krippuk ist ein Geist-Pokémon, da wollte ich eben ein Normal-Pokémon gegen einsetzen, Magisonne. Macht sich da, denke ich mal, ganz gut. Vor allem, weil es auch eine hohe Spezialverteidigung hat und Krippuk, glaube ich, größtenteils speziell angreift. Dann habe ich mir mal die Mühe gemacht und nochmal rausgesucht, was Cynthia denn noch für Pokémon einsetzt. Und zum einen ein Lucario, da war ich mir sogar bewusst, da sind wir mit Feuerattacken natürlich gut aufgehoben. Allerdings ist Lucario auch vom Typ Kampf, was wiederum gegen Hundemon sehr gut ist. Was problematisch ist, deswegen haben wir für den Notfall dann eben auch noch andere Pokémon, wie zum Beispiel Knight einfach zur Verfügung mit Erdbeben und so weiter und so fort. Ein weiteres Pokémon, was sie einsetzt, ist Milotic, ein Wasser-Pokémon, das physisch nicht so viel aushält. Und da Lukas ein Elektro-Pokémon ist, was physisch angreift, hauptsächlich ist das, denke ich, da eine ganz, ganz gute Wahl. Und dann haben wir zu guter Letzt noch Roserade und da haben wir natürlich mit einem Flug-Pokémon und einem Feuer-Pokémon eigentlich auch nicht so viel zu befürchten. Und ich denke, deshalb sind wir ziemlich gut aufgestellt. Wenn ihr jetzt meint, das würde ich jetzt ein bisschen anders machen, dann schreibt es unten in die Kommentare, denn heute gehen wir noch nicht in die Liga. Das machen wir erst im nächsten Part, der wahrscheinlich so in 2-3 Tagen allerdings erst kommen wird, weil ich mich jetzt auf eine Trainingsreise begeben muss. Denn klar, unsere Pokémon hier sind schon einigermaßen stark drauf, aber gerade die letzten drei sind natürlich noch nicht auf Liga-Niveau und auch diese drei hatten beim letzten Mal gegen Cynthia doch so einige Problemchen. Deswegen werde ich da noch ein bisschen trainieren und werde dann in die Liga gehen. Und wenn ihr jetzt also noch sagt, ich würde lieber das Pokémon und das Pokémon austauschen, dann schreibt es in die Kommentare, dann kann ich das noch berücksichtigen und dann freue ich mich drauf, wenn wir der Liga wieder mal einen Besuch abstatten und es mit Pokémon Reborn dann tatsächlich losgeht. Gut, vielen Dank fürs Zusehen hier an dieser Stelle schon einmal. Wir sehen uns dann nach der kleinen Trainingsreise wieder und dann bin ich sehr, sehr gespannt drauf, wie das Ganze ausgehen wird. Bis zum nächsten Mal, vielen Dank fürs Zusehen. Ich freue mich. Bis dann. Tschüss.